Hallo, ich meine Damen und Herren, willkommen zu einem weiteren Video. Heute habe ich für euch Update-News, Keychains und Operation. Let's go! Ich habe noch ein Stück Salami im Backofen. Seht ihr das Wetter? Macht mich so verreckt! Danke, Merkel! Viele von euch haben das letzte Update von vor 4 Tagen live miterlebt. Ich war selbst auch live im Stream. Ihr kamt dazu, hey, hast du das Update schon mitbekommen und wir sind live drüber gegangen. An sich jetzt nichts Riesiges, aber 1, 2 wichtige Dinge wurden auf jeden Fall verändert. Wir fangen heute mal wieder von unten an. Die Maps werden wie immer auf ihren aktuellen Versionen gehalten. Ich weiß nicht genau, warum sie das hier nach wie vor reinschreiben, aber kann man machen. Wenn man hier draufklickt, sieht man dann die Aufdröselung, was genau jetzt eben aktuell verändert wurde oder geupdatet wurde. Und hier noch ein ganz kurzer Einwurf, vergesst bitte nicht, live auf Twitch, unser Desert Eagle Emerald Human Gandere Giveaway. Die hier könnt ihr bei mir im Livestream absnacken, einfach dazukommen, die Bubble Dollar sammeln, während ihr zuschaut und Tickets dafür kaufen, komplett kostenlos. So, weiter im Text. Einige von euch haben mir bereits ihre Gedanken zu den User Interface Changes mitgeteilt. Der wichtigste Punkt, finde ich zumindest, ist der erste. Davon habe ich auch Screenshots gemacht, und zwar wurde diese Damage-Anzeige verändert. Sie hat jetzt mehr Kontrast, man kann also besser erkennen, wie viel Damage man gemacht hat und wie viel man erhalten hat. Mir gefällt diese Änderung sehr gut. Des Weiteren wurden die Namen hier oben hinzugefügt. Das wiederum, finde ich, ist totaler Quatsch. Und dieser Punkt hier in der Mitte beschreibt eine Sache, und zwar, wenn du tot bist und du jemandem zuschaust, zum Beispiel Schekelberg hier, dann wäre seine Karte geheilt. Also deutlich heller als die der anderen, damit du genau siehst, ah, ich schaue gerade ihm zu. Ist auf jeden Fall ganz nett, Quality of Life mäßig, ja, kann man machen. Und zu guter Letzt kommen wir zu den Gameplay Changes. Hier ist eine Sache dabei, die extrem wichtig war, und 2, 3, die so, ja, ganz nett sind. Zuallererst bekommst du in Casual Game Modes extra XP, wenn du Damage an Enemies machst. Das hier soll auf jeden Fall den XP-Gain von Bots kontern, die im Deathmatch zum Beispiel rumlaufen, aber nicht schießen, die einfach nur hin und her dödeln oder ins Nichts schießen. Die kriegen auf jeden Fall weniger XP als echte Menschen, die diesen Modus spielen. Die nächsten 3 Punkte hängen zusammen und sind, finde ich, relativ wichtig. Du kannst auf deinem Server jetzt einstellen, wann Voting für einen Map-Change erlaubt ist. Und beim Casual-Zocken sowie auch Deathmatch und Arms Race kannst du jetzt nur noch am Anfang in der allerersten Runde des Spiels für eine andere Map voten oder ganz am Ende. Das finde ich sehr, sehr gut. Es hat immer ultra gestört, wenn du gerade mitten im Spiel warst, du hast einige Minuten schon reingehängt und dann wollen irgendwelche Dödel auf einmal die Map changen. Hä? Warum? Noch 2, 3, 4 Minuten weiterspielen, dann ist es doch eh vorbei. Dieses vorzeitige Wechseln der Map hat mich sehr gestört und ich bin froh, dass es weg ist. Und nun kommt der Punkt, der für die meisten wahrscheinlich am wichtigsten oder relevantesten ist, und zwar wurde der Boosting-Bug angegangen. Man konnte so richtig blöd hin und her boosten. Kurz nach dem Update konnte man das hier machen, also sich auch blöd hin und her boosten. Also man konnte ineinander praktisch, ja nicht wirklich stacken, aber halt rumspringen und sich so eine erhöhte Position begeben. Das wurde dann Stunden später auch nochmal gefixt, also das sollte jetzt komplett richtig sein. Das war ein Punkt, der bereits viele Monate im Gespräch war und jetzt mittlerweile endlich gefixt wurde. Der nächste Punkt klingt erstmal etwas merkwürdig. Toten Spielern ist es nicht mehr erlaubt, Waffen aufzuheben. Das Ganze bezieht sich auf einen Fehler, den ein paar Leute hatten. Und zwar war es so, dass wenn du mit der Bombe gestorben bist, hast du die Bombe aufgehoben, nachdem du gestorben warst, und dann war die Bombe weg und kein anderer konnte sie mehr nehmen. Ich habe davon heute das erste Mal gehört bei der Recherche, was damit gemeint ist, und kann es euch jetzt eben so sagen. Wahrscheinlich haben viele von euch auch das erste Mal jetzt davon gehört. Aber naja, gut, dass es gefixt ist. Und die letzten beiden Punkte sind Kleinigkeiten. Scheinbar hat sich das Switch-Team-Menü manchmal ins Spy-Menü reingebackt. Habe ich auch nie erlebt. Und wenn man eine Geisel rettet, wird es jetzt richtig in den Stats aufgeführt und gezählt. So. Update-Kram fertig, weiter geht's mit den Keychains. Dazu hat Gabe Follower einiges ausgegraben, unter anderem das hier. Man wird jetzt wohl im Editor bald eigene Keychains machen können, also ganz offiziell. Natürlich haben Fans in der Vergangenheit schon solche Sachen gemacht, die sind vorhanden. Jetzt soll aber wohl die ganze Sache offiziell im Editor möglich sein. Des Weiteren kamen jetzt im aktuellsten Update, also vom 8.8., neue Erwähnungen der Keychains mit rein. Da kommt logischerweise direkt die Frage auf, ob diese Keychains einfach so released werden in einem ganz normalen, stinklangweiligen Update. Ach übrigens, Keychains. Oder ob da doch was Größeres kommt. Sowas wie Keychains ist natürlich die perfekte Sache für eine Operation, darüber haben wir ja schon ein paar Mal gesprochen. Und auch hinsichtlich der neuen Operation hat Gabe Follower wieder einiges gefunden. Hier geht es unter anderem um Missionen und Quests. Und das klingt schon extrem stark nach einer Operation. Noch ein kleiner Nachtrag zu den Keychains. Über die vergangenen Wochen wurden diese auch immer wieder in kleinen Updates erwähnt oder eben gefunden in Strings. Da ging es unter anderem darum, dass sie eine eigene Kapsel bekommen, dass sie eine eigene Rarity haben werden und... Ich muss kurz gucken. Ach ja, die Kollisionen wurden auch weiter überarbeitet. Wie gesagt, Keychains einfach so releasen in einem ganz normalen Update wirkt so ein bisschen schwach. Wir haben jetzt wieder ganz frisch neue Hinweise zu einer Operation. Dann wissen wir, dass Keychains bald kommen sollen. Es gibt auch nochmal Gemauschel über
Musikkits zum Selbermachen im Editor, aber dazu habe ich jetzt nichts ausgearbeitet. Hinzu kommt, wissen wir, dass die Volvos vor kurzem einen Comic-Font gekauft haben, also die Rechte daran. Und Counter-Strike Operation ist gleich Comicbuch, geile Meile, kennen wir ja schon von früher. Dann haben wir noch fehlende Maps, wie zum Beispiel Train oder auch Cobblestone, die wir über Leaks unter anderem von den Volvos selbst ja schon gesehen haben. Wir wussten von Anfang an zum Beispiel, dass Train kommen wird, weil Train im CS2 Announcement Trailer oder Video gezeigt wurde. Und von Cobblestone wussten wir wiederum über weitere Leaks, die halt ja ausgegraben wurden von Dataminer. Dann hatten wir noch zwei geleakte Knives, von denen bereits hier eines released wurde, und zwar dieses Kokillen Kukri Knife. Wenn ich mich recht entsinne, wurden die beiden auch gleichzeitig gefunden, also das Kukri Knife und dieses Twinblade Knife. Achso ja, und natürlich auch, dass es Skins für den Zeus gibt und die sind jetzt ja dann auch gekommen, oder der eine Skin ist jetzt ja auch gekommen. Aber kurzum, dieses Knife hier, das fehlt ja auch noch. Und obendrauf, falls ihr euch erinnert, gab es dann noch die Chicken-Animation, also Chickens hochheben, angucken und bewegen und so ein Scheiß. Es gab noch Leaks zu Pet-Kapseln. Also diese ganzen Sachen, daraus könnte man ja eigentlich eine ziemlich geile Operation machen. Es ist so viel noch offen und an einigen Dingen merkt man ja aktiv, wird gearbeitet. Also warum nicht? Wir haben jetzt mittlerweile August, bald kommt das nächste Major, also jetzt auf die Schnelle wird wahrscheinlich nicht noch einfach irgendwas Großes gepresst werden. Darüber haben wir auch schon oft gesprochen, warum das nicht so ist. Von den Release-Daten der letzten Operations wissen wir, dass diese gerne zum Ende des Jahres kommen. Also so Oktober, November, Dezember, und das ist ja gar nicht mehr so weit hin. Und das wäre dann wohl auch mit dem Major zu vereinbaren. Das ist, glaube ich, Ende November bis Mitte Dezember. Und dann könnte man die Operation ja richtig schön reinknallen lassen. Und denkt dran, mit Cobblestone im Schnee, weil es ja dann auch bald Weihnachten, ne? Und wenn die Hühnchen dann auch noch Weihnachtsmützen aufhaben, dann kann ich den Volvos fast verziehen, dass sie zum 25. Jubiläum einfach nur einen verschissenen Tweet gebracht haben. Aber auch nur fast. Ich wollte Geburtstagshühnchen haben, verfickt nochmal. Ja, so ist aktuell der Wissensstand, was Counter-Strike angeht. Ich würde uns allen auf jeden Fall sehr wünschen, dass dieses Jahr noch eine Operation kommt, denn wir haben mit CS2 so unglaublich viele neue Spieler reinbekommen, die noch nie eine Operation gespielt haben und die nicht wissen, wie nice das immer war, zumindest früher. Ich hoffe, dass es jetzt dann auch genauso cool wird. Das war natürlich in der Vergangenheit immer richtig nice. Jetzt für mich als Creator nochmal hinzukommt, dieser Blogpost, dieser riesen Blogpost, das Update kommt, bumm, und du hast 800 Seiten zu lesen und kannst die eben aufarbeiten und in Videos klatschen, und dann hast du eben diese ganzen einzelnen Punkte, die man dann videomäßig verarbeiten kann, aber eben auch, und das war natürlich das Chilligere, mit der Community und mit Freunden bespielen kann. Missionen durchackern und dafür auch noch Belohnungen bekommen, ist einfach ein Banger. Vor allem, wenn die Belohnungen eben auch dann sogar einen Geldgegenwert haben. Das hat in der Vergangenheit auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Schreibt sehr gerne in euren Kommentaren mit dazu, wie wahrscheinlich es aus eurer Sicht ist, dass Ende des Jahres noch eine Operation kommt, also dass die Volvos ihrem üblichen Operation-Rhythmus folgen und es immer dann bringen, wenn das Jahr langsam zu Ende geht, oder sagt ihr, naja, ich glaube, es kommt jetzt noch was, wenn es warm ist, oder erst nächstes Jahr im März oder da wann auch immer. Haut es in die Kommentare, wir lesen uns dort. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen, für eure Kommentare und für die Likes. Vergesst nicht, auf Twitch aktuell haben wir diese Desert Eagle Emerald Human Gandre im Giveaway, also schön rumkommen. Heute ab 18 Uhr starten wir wieder rein. Macht gerne mit. Dann sehen wir uns, wie gesagt, dort oder im nächsten Video am Donnerstag. Danke für alles, haut rein. Bye, bye. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsch ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam ein Kartoffelflip esse. Denn dann geh ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.